Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2. Im letzten Part ist Leon wieder zu sie gekommen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Ada, um sie zu retten. Da wir mitbekommen haben, dass es hier nicht ganz so gut geht. Und anscheinend sogar ein Zombie auf dem Weg zu ihr ist, wobei das nicht wirklich nach einem Zombie klingt. Außerdem wissen wir mittlerweile, die Ratten verbreiten anscheinend das Virus. Was auch logisch ist. Ah, sehr gut. Sehr gut. Gibt's da hinten dann noch was? Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt als nächstes lang muss. Ich will nicht, dass der Typ hier aufsteht. Fuck, ich kann durch die Tür. Yo. Fuck. Tschüss. Ich habe keinen Code. Das ist nicht gut. Wo soll ich denn jetzt lang? Ich gehe mal da lang. Du kommst... Du hast mich jetzt erschreckt. Du asiatischer Zombie. Hi. Ich habe Angst, dass der aufsteht. Deswegen muss ich so hin. Ja, sag ich doch, dass der aufstehen wird. So. Es muss... Ich kann es mir nicht leisten, zu verschießen. Was zum... Uah, der lebt ja immer noch. Leck mich! Bleib doch mal liegen! Oh, ja genau, steh auf! So. Okay, es ist sehr gut, dass wir hier das Kraut gefunden haben, denn jetzt können wir uns hier... Geil! Ah, das ist geil! Oh, da geht's ja weiter. Das habe ich gar nicht bemerkt. Hier muss doch noch irgendwo was liegen. Also ich wäre so für... Das ist keine gute Idee und das ist erst recht keine gute Idee. Ah! Hier bin ich jetzt. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich weiß, wo ich bin. Immerhin weiß ich, wo ich bin. Wo komme ich denn hier hin? Okay, hier kann ich den auch einsetzen. Da kommt jetzt kein Tyrant oder so raus, oder? Blacky? Blacky ist nicht dahinter. Das ist schön. Das ist schön. So. Ich könnte so sehr eine Kiste mal gebrauchen. Schlüssel. Für? Ja, für die Kanalisation. No Entry Zone, okay. Sewers No Entry Zone. Gott, ich weiß noch, wie ich... Nein, nicht kombinieren. Ah. Okay. Hier ist ein Pferd drauf. Ich weiß noch, wie ich mal Teenage Mutant Ninja Turtles aufgenommen habe. Back from the Sewers. Und ich halt nicht wusste, was Sewers ist. Und ich nicht wusste, wie man Sewers ausspricht. Und ich sag halt Back to the Sewers. Und ich habe es auch noch falsch geschrieben. Oh Gott. Ja, das war was. So, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Ich kann hier runter. Gehen wir mal runter. Wobei das, glaube ich, nie unbedingt die beste Idee ist, hier in Resident Evil ins Wasser zu gehen.
Du bleibst liegen. Ich geh. Tschüss. Was war das? Tschüss. Was zum... Da unten liegt doch irgendwas, was ich brauche. Komm. Das kann mir doch keiner erzählen. Oh, was war das? Was war das, was da aus dem rausgekommen ist? Okay. Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer. Geh da mal runter. Fick dich. Oh, fick dich. Oh mein... Really? Oh. Ich hab das Gefühl, ich will hier ganz schnell raus. Nicht so einer schon wieder! Oh, fick dich doch! Nein, lass deine Babys bei dir. Alter. Nein, ich will nicht, dass du mich vergiftest. Ich habe keine Muni mehr. Absolut fantastisch. Ja klar. Na klar. Ja, na klar. Ja klar. Ich komm nicht an ihm vorbei. Ja, schön. Ja, es ist wunderbar. Es ist ein Traum. Es ist ein Träumchen, ist das. Oh, ja klar. Oh, ist das ein Träumchen hier? Oh, das ist ja ein Träumchen. Ein Träumchen ist das. Ja, klar. Okay. Kurze Bestandsaufnahme. Pistole leer. Schrotgewehr leer. 10 Schuss Magnum. Ich habe keine andere Wahl, als mich gerade mit meiner Magnum zu verteidigen. Und das gefällt mir nicht. Oh, ich habe doch keinen Bock, mich mit meiner Magnum zu verteidigen. Die ist für ganz andere Fälle. Die wollte ich mir aufheben. Ist das ein Granatwerfer? Von der anderen Seite verschlossen, oder? Ein Flammenwerfer. Oh mein Gott, und wie ich ihn haben will. Und wie ich ihn haben will.
Ein Elektronikteil. Ah. Es wäre übrigens schön, wenn jetzt keine Gegner kommen würden, weil ich habe echt nichts, um mich zu verteidigen. Toll, mir wird Heilkräuter. Heilkräuter werden mir hinterhergeschmissen. Aber das, was ich brauche, Munition, das kriege ich nicht. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Queen Plug. Was haben wir denn da? Das ist doch die Königin, ja. Das ist die Königin. Rein damit. Und da? King. Ich habe aber keinen König. Das ist auch Queen Plug. Oh, guck mal, da ist der König. Warte mal. So? So. Ach, da ist ja gar... Ah, da ist gar nichts drin. Ja, wo kriege ich dann jetzt den Königinstecker her? Einmal so. Und dann habe ich ja gar keine andere Wahl. Ich muss den da einsetzen. Es geht ja gar nicht anders. Das bedeutet, ich kann hier gar nichts machen. Elektronikteil. Das ist der Läufer, oder? Das soll der König sein? Hier bin ich jetzt. Ich hab echt Angst, dass das... Ich sag's halt auch noch. Oh, boy. Aber sowas von. Halten Sie R2, um den Flammenwerfer abzufeuern. Je länger Sie offensiv feuern, desto größer werden die Flammen. Komm her. Komm her. Ich habe das Gefühl, dass der Flammenwerfer nicht das macht, was er machen sollte. Ja, doch, er braucht einfach nur ein bisschen. Ah, warte mal, der verbrennt den ja jetzt. Ja, ist halt das, was ein Flammenwerfer macht, ne? Ah. Das würde bedeuten... Oh, sehr gut. Das würde bedeuten, dass der Zombie nicht mehr aufsteht, oder? Warte mal, jetzt machen wir es mal so. So. Da machen wir das. Dann setzen wir hier den König ein. Dann können wir nämlich so rum. Hier die Dame wieder mitnehmen. Hier wieder rein und den König mitnehmen. Sehr gut. Dann haben wir jetzt beides. Okay. Bam. Ich muss da wirklich wieder runter. Ernsthaft jetzt? Hör doch was. Ach, er. Aber ich habe kein Messer, oder? Nee, ich habe gerade kein Messer. Ich kann mich...
Grün-Rot. Warte mal, dann können wir das damit kombinieren. So, ich habe zweimal komplette Heilung. Und ich muss da wieder durch, um da hinten wieder rauf. Scheiße. Macht es was? Er ist weg. Er ist weg. Ja, da kann ich nicht hoch. Sind die Viecher anfällig für meinen Flammenwerfer? Es ist durchaus möglich. Es sieht sogar sehr danach aus. Gott, ist das schrecklich hier alles. Ach komm. Nein. Nein. Ich sagte nein. Ich will nicht kuscheln. Fuck. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Aua. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Ist das alles schrecklich hier? Ich habe fast keine Flammenwerfer-Munition mehr. Was soll denn der ganze Käse hier? Was soll denn der ganze Käse hier? Oh. Sag mal, das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist denn das hier für eine Fackstelle? So, machen wir das mal hoch, weil dann kann ich nämlich hier hin. Und ich hoffe mal, dass dieser Arbeitsraumzugang dann was Tolles ist. So, ich habe den ja schon besiegt, zum Glück. Ach komm, als ob! Ey, das ist schrecklich. Es ist einfach schrecklich. Hör auf mich an zu kotzen. Ich muss die Magnum benutzen. Nein. Oh, es ist... Komm schon. Oh, komm schon. Was ist denn das gerade? Oh, danke. Wenigstens mal ein bisschen Munition. Drei Schuss. Seid's aber nicht gleich so spendabel hier. Hä? Hat's heute die Spendierhosen an? Gleich drei Schuss. Ist ja Wahnsinn. Brauch ich gleich bei dem. Ohne Gürteltasche. Ja, heute habt ihr eure heute seid's aber spendabel. Ein Film? Gibt's noch mehr?
Oh, Pistolenmuni auch noch. 10 Schuss gleich. Oh, ihr seid aber spendabel heute. Ah, da komme ich jetzt hin. Alles klar. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, das machen wir dann beim nächsten Mal. Alter, ich habe echt... Schaut euch das mal an. Ich habe keine Muni mehr. Es sieht nicht gut aus. Es sieht alles so überhaupt nicht gut aus. Arbeiterpausenraum. Ist das für mich dann auch ein Pausenraum? Oh, hoffentlich. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Resident Evil 2 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.